Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren schönen Folge zum letzten Playthrough von Galgan Double Peace. Wir haben letztens mal die Ekoros-Geschichte abgeschlossen und werden uns jetzt mit Coronas Geschichte befassen, als Abschluss. Und bei dieser Story werden wir wieder Expert spielen. Und wir spielen als That Freaking Guy. Der verdammt nochmal perfekt ist, ja. Perfekt in allem, was er macht. Er ist intelligent, er ist hübsch, er ist athletisch, er ist pervers, er ist einfach der Typ, auf dem eigentlich alle Mädchen stehen, ja. Wir machen also Sakamoto im Prinzip. Wir machen dieses Mal die Sakamoto-Runde. Also wir sind einfach perfekt, wir sind einfach wunderschön. Also kann ich auch reden, wie ich sonst rede, also normal. Und das können wir machen. That freaking guy! Genau, das machen wir. Es gibt eine Prologue. Ja, das machen wir. So. Und wie gewohnt, wir haben erstmal die ganz stinknormalen, Missionen ganz am Anfang. Die ersten zwei und anschließend geht's dann Richtung Story von Ekoro und Corona. Und dann gibt es ja schließlich dann später die Unterscheidung zwischen den beiden Stories. Den Wegweiser, die Split von der Story. Wo wir dann Coronas Geschichte wählen werden. Und das wird auch interessant. Aber erstmal spielen wir hier mal eine Runde gutes, altes, erstes und zweites Level, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Und ich kann verstehen, wenn manchen von euch das ein bisschen zuwider ist, die ersten paar Dinger immer und immer wieder zu sehen. Aber ihr müsst mich auch verstehen. Ich will jetzt eigentlich euch auch die Level nicht so wirklich vorenthalten. Und vor allen Dingen, wenn es dann Richtung Story geht, dann möchte ich eigentlich nicht mittendrin sozusagen das Playthrough anfangen, sondern das Playthrough tatsächlich dort anfangen, wo es auch anfängt. Also das ist auch ganz von Anfang an. Ihr wollt ja auch sehen, wie ich mich schlage. Ich möchte diesmal möglichst alle Punkte holen. Also so viel wie möglich auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir allerdings auf Punkte Run. Das heißt, wir... Ah, fuck. Wir versuchen möglichst wenig auf Stärke zu gehen, also auf unsere Schusskraft, sondern gehen vor allen Dingen auf unsere HP ein und auf die Upgrades, also sprich von den Mädels wegzukommen und solche Geschichten, dass wir dann defensiv spielen, mehr oder weniger. So. Das ist der Plan. Also wir verstärken unsere Schüsse heute nicht, also in diesem Playthrough, sondern wir konzentrieren uns voll und ganz auf fucking fuck. Da war noch was Verstecktes. Das lohnt sich immer wieder was zu gucken. Was man noch alles findet, obwohl ich jetzt schon beim fünften Playthrough bin. Oh. Nee, Neko. Oh Gott. Oh, du süße Kleine. Aber man findet immer noch was. Oh, komm schon. Oh, warum erwische ich deine Hüfte nicht? Ah, oh, das hat aber lange gedauert. Vor allen Dingen habe ich es versaut. Ich habe mein Multiplikator schon wieder im Eimer. Ich muss mich konzentrieren. Das klappt mit dem Playthrough nicht. Ah, oh, wirklich? Jetzt jede Stelle erwischt, außer das, was ich erwischen sollte. Jetzt komm schon raus. So, und jetzt die andere noch. Komm! Bam! Weiter geht's. Wir müssen das schaffen hier. Da noch irgendwas Verstecktes? Nee. Ah, jetzt kommt eh wieder die Umzingeln von 1000 Mädels. So, here we go. Du. Natürlich wieder die Brille mitnehmen. Inzwischen habe ich mir das bei der Grünhaarigen, da habe ich mir das gemerkt. Dass die Schwäche tatsächlich ihre Beine sind. Beim Rest finde ich es wiederum schwer. Wow.
So. Wer will als nächstes, hä? Wow. Nenico. Zack. Oh Gott. Puh. Next. Oh. Ah, die rechts kommt gleich. Ja, hab ich gewusst. Bam. Kommt gleich die Ausweichtussi, glaube ich. Bam. Aber dazu werden wir es jetzt gar nicht kommen lassen, dass ich ausweichen kann. Bam. Scharfschütze. Bam. Nochmal Scharfschütze. Bam. Nochmal Scharfschütze. Bam. Nochmal. Weil keine Chance gegen unseren Style, unseren Swag. So, die mache ich allerdings mit Doki Doki, damit ich ihr Multiplikator bekomme am Ende. Ich glaube, bei ihr war es Gesicht oder Rücken oder sowas. Ja, komm, komm. Ja. Booyakasha. Easy. GG. Ja, wir haben alles Statuswerte am Anfang, haben wir schon direkt hoch. Müssen zwar ab und zu mal noch ein bisschen nachjustieren, aber eigentlich an sich sind wir eigentlich perfekt. Wir sind der perfekte Mann. Überhaupt. Immer. Yay! Zeugs bekommen. Voll gut. So, wie gesagt, die Dialoge, die noch nicht story-spezifisch sind, die lassen wir mal weg. Also sonst lese ich die 5-6 Mal vor und darauf habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust. Es gibt auch eine Story mit Aoi, also habe ich mir sagen lassen. Also im Prinzip, wenn wir beim ersten Playthrough das letzte Mal gespendet haben und zugestimmt hätten, mit ihr auf Tournee zu gehen, dann, man wird man allerdings nicht erlöst von dem Fluch, was man hat. Und das Einzige, was passiert, ist quasi, dass wir ja nur mit ihr auf Tour gehen. Alle Mädels uns nach wie vor hassen. Oh, das habe ich nicht gewusst. Und wir zwar nie unsere Liebe finden, aber wir werden ein sehr erfolgreicher Manager. Und darauf kommt es doch an. So. Ja, und auch Aoi liebt uns nicht oder sowas, aber wir werden ein guter Manager. Das ist doch mal gar nicht mal so schlecht. Wir werden in Geld baden und so. Aber alle Frauen hassen uns. Also ja. Lieblingslehrerin, die gute Rena. Ich muss auf jeden Fall so schnell wie möglich das Measuring Tape. Bam! Oh, Ninja! Nix springen. Das Leben ist viel zu wertvoll, um zu springen. Ich glaube, da war Geist vorhin. Egal. Stopping you in your tracks. So, weiter. Na, ich glaube, Geist ist weg. Egal. Inzwischen kann ich das fast im Schlaf spielen, glaube ich. Und da ist Patako. Die schnappen wir uns natürlich auch mal ganz kurz. Hallo Patako. Und fertig. Irgendwann. Bam, Patako erwischt. Ach, wie sie sich einfach integriert hat zu den anderen Schülerinnen, ne, und jetzt eigentlich als Engel irgendwie herumwandert. Oh, Bonus bekommen, aber richtig gut am Ende noch. Patako ist so ein Charakter, die kann man ebenfalls daten. Allerdings taucht die in den Stages dermaßen selten auf, dass man ihre Maße einfach extrem schnell nehmen muss und dann auch noch möglichst immer wieder erwischen für Doki Doki und alles mögliche. Sonst klappt das nicht. Das ist verrückt. Das ist echt schwierig, also mit die zu daten anscheinend. Genauso schwierig wie der Teufel. Wie der Geist. Wie das Geistermädchen da. Hauptmädels, ja, wir wollen keine Zeit mit euch verschwenden hier. Wir wollen hier direkt mit Engel und Teufel hier in Verbund kommen. Aber ganz zackig. Wir sind natürlich diesmal bitte der Perfekte. Wir sind Sakamoto.
natürlich. So, jetzt hier, Story aussuchen. Zack, zack. So, das Ding, Unseen Destiny, man muss für Unseen Destiny müssen wir ebenfalls, Ich werde aber, glaube ich, Unseen Destiny einmal spielen. Und vielleicht machen wir das auch nochmal als Playthrough. Ich kann es nicht garantieren. Auf jeden Fall, wir machen jetzt hier das Teufels-Playthrough. Und wenn wir das auch geschafft haben, dann schaltet sich erst Unseen Destiny frei. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen wird. Schauen wir mal. Ach ja, unsere liebe Corona. Erstmal nicht viel Dialog mit uns. Erstmal wird hier zwischen den beiden gelabert. Und dann müssen wir sie wieder auseinander halten. Aber es ist immer wieder schön, wie die sich streiten, weil es irgendwie total süß ist. Eigentlich würde ich die gerne noch ein bisschen streiten lassen und Kittenfight, so ein richtiger Prügler würde sich entwickeln daraus. Acro, take a chill pill! Nee, das hört sich kein Perfekter an, oder? Nee. Ach, ich freue mich schon darauf, uns mit Corona zu verbinden. Und weg ist sie. What in the hell was that? She said her name was Corona. Is that the demon Shinobu was after? She said she was up to all this mischief. It kind of has me curious. But how is this related to my search for love? For love. Ach ja, Echo in dieser Szene einfach wunderschön. Voll putzig die Kleine. I'm not sure if I'm cool with that. Und wechseln wir. So, nächste Mission. Ach Gott, das wird auch wieder so ein merkwürdiges Playthrough. Auf jeden Fall, gehen wir mal kurz shoppen. Und statten uns kurz aus und gehen dann in die nächste Mission. So, jetzt kommt erstmal Gespräch mit Aoi. Wie gesagt, Aoi kann man ebenfalls in Anführungszeichen daten. Wenn man dann genug Spenden gemacht hat, kann man sich entscheiden, mit ihr und ihrer Gruppe auf Turnier zu gehen. Und nachdem man das mehr oder weniger gemacht hat, geht's weiter als Manager. Aber ja, Managerjob ist relativ uninteressant. Da bist du im Prinzip nur die ganze Zeit am Gucken nach den Mädels und das war's. So. Ja. Also, man ist ein Manager. Und damit endet die Story eigentlich schon. Also, viel passiert da nicht. So, jetzt sind alle Mädels verrückt nach uns und wollen uns wieder irgendwelche Sachen auseinandernehmen oder sowas. Yeah, that's fine. They're just my old friends. I'd like to be better friends again, but that doesn't mean I want to date either of them. Ja, es wird Corona werden. Oh man. Yeah, I know. I feel a little insincere having to find a life partner in just one day though. And depending on what happens, it will affect your graduation too, right? So I definitely have to find the right girl. More than anything, I really don't want to end up forever alone. Yeah, but with this kind of voice, I will not be alone, ever. Oh shit! Whoa, I'm not ready for this now, right now. Shit, I cannot spell. Oh ja, das war ja die kranke Geschichte mit, dass sie unsere Knie-Dinge auseinandernehmen will und damit wir längere Beine bekommen oder so. You mean my legs are too short? I'm not short. I'm not short. その短さではもう生きて
Ah, irgendwie sind die ja voll süß, aber das, was sie sagen, ist voll böse. Nein! But I want to survive. Even if my legs are short, I will survive. Ich weiß zwar immer noch nicht ganz, wie sie überhaupt auf dieses ganze Survive-Dings kommen, aber ich find's irgendwie lustig. Auf eine stumpfe Art und Weise, ja. It's a bit weird to suffer such abuse. Is it because of the Angel's Arrow? Aber der Dialog ist immer gleich. Ich finde die Lache so süß. Ah, it's the Demon Girl again. Finally, I can talk in a normal voice. I desire to do this all the time. Ja, jetzt habe ich meine richtige Stimme. Oh, fuck. What have you done to these girls? Ja, ja, die freche Kleine. Und weg ist sie. Ah, this chick really grinds my gears. Ekero, what exactly is a demon spear? Is it similar to an angel's arrow? Oh, genau wie bei Ekeros Geschichte. That's some great school level bull. Oh Gott, das Stimmchen ist so süß, aber das, was sie sagt, ah! Oh Gott, nein! These girls have no chill. Is there any way to get them back to normal? Really? Ich würde mich immer noch wundern, was für eine Augenfarbe das Mädel hat. Das ist, glaube ich, der Reiz bei solchen Mädels, einfach dieses... Ah, dieses Mysteriöse und doch wunderschöne und ah. Yes, I see it. The tiny little demon. Frag mich nur, warum manche von den kleinen Teufeln grüne Haare haben, manche gelbe Haare. Was hat's damit auf sich? Egal. Okay, everyone. I'll get you back to normal in no time. Ja, und werde euch dann anschließend mit meinem Pheromonstrahl euphorisieren, bis ihr... Ich glaube, die hat so blaue Augen oder sowas, ne? Ich glaube, die hat blaue Augen. Voll hübsch, die Kleine. Also, sie hat auf jeden Fall Augen. Di-di-di! So, wer haben wir als nächstes? Wer will als nächstes? Verdammter Sniper, Junge. Bam! I'm McCree! It's high noon, bitches! Oh! Oh! Bam! It's high fucking noon! Wer will als nächstes, hä? Ich bin bereit für alles! Komm her! Bam, bam! Wer wäre als nächstes? Komm, 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 kommt raus, traut euch, los! Aber... Ich hab doch... Was zum Teufel? Meine perfekten Schüsse werden nicht mehr perfekt. Ich bin trotzdem noch McCree. It's high noon, motherfuckers. Oh, wo sind sie? Oh, geht's weiter? Schon fertig? Ah, dachte schon. Oh, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Die hat blaue Augen, die hat wunderschöne blaue Augen. Ah, oh, 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 ah, ah, hat aber wunderschöne blaue Augen. Oh, meine Eier tun weh. Oh shit. Also perfekt war die Runde aber auch nicht.
Ich muss aber noch perfekter werden als das. Das geht so nicht. Huh. Auch ein Dialog? Ja, Dialog. Somehow I was able to give them a euphoria. Ach, Corona-Lein. Wir werden dich noch lieben lernen, ich weiß. Ah! She's gone! Ich war ja schon beim Normalo, war ich merkwürdig drauf. Also so wie ich bin. Also beim Perfekten müssen wir ein bisschen freundlicher und höflicher und auf irgendeine Art mysteriös und so. Okay, so if I meet them, I just gotta turn them back to normal. Yeah. I'll do that. Just that voice, yes. Don't give me that bullshit. I mean, it seems my journey's off to a rocky start already. Yeah. Ich glaube, im Nachhinein war das eine blöde Idee, jedem Playthrough eine eigene Stimme zu geben. Aber egal. Wir machen das einfach weiterhin. Oh, noch mehr Dialog. Ich habe das gar nicht im Kopf, wie das alles abläuft hier. Bei Echoes Route und Coronas Route. You seem a bit obsessed with her, though. Ja. Niemals. Absolut nicht. Nein, nein. Die ist schon ein bisschen eifersüchtig oder irgendwie so ein bisschen, ne? So, man merkt eigentlich, in ihr steckt ein ganz normales Mädchen, aber die tut so auf, oh, ich bin ein total toller Engel und ich werde mich niemals beeinflussen lassen von irgendwelchen bösen Einflüssen. Nein, niemals. Do I want revenge? That doesn't seem like something an angel should be asking me. She thinks about the demon way too much. Too much. Nope, not a bit. Richtig. Alles klar. Okay, not much else I can do, really. Ach ja, das wird auch ein merkwürdiges Playthrough. Ja, würde man sagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut. Sehen uns im nächsten schönen Part von Galgan Double Piece wieder. Und verfolgen Corona Story. Das heißt allerdings, wir müssen uns demnächst für ein paar Kämpfe vorbereiten. Wisst ihr noch? Da gibt's Shinobu und Maya direkt am Anfang. Wir müssen sie bekämpfen. Direkt Bosskampf. Es ist so krass, die Story, finde ich. Ah, oh, gerade so viele Bosskämpfe. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Part. Hoffentlich schaltet wieder ein. Und macht's gut, Leute. Ciao, ciao.